Worträtsel. Welches Wort haben wir hier versteckt? Ein Wort mit keine Ahnung, wie viele Buchstaben. Oder soll das ein Satz sein, weil X ist gleich nichts? Und dann kann das auch ein Satz sein oder mehrere Worte. Also wir haben schon V und wir haben schon H. Naja, egal. Erstmal alles angucken. Ich meine, das sieht ja voll aus im Aus. So 80er Jahre gedönt, so wie man sich die Zukunft halt damals vorgestellt hat. Zukunft! Tja. Ich frage mich, wie man hier rennen kann. Ja. Ich mag sowas nicht. Ich weiß nicht, ich mag das nicht, wenn das alles. Oh, guck mal. Kann ich nicht aufheben. Komisch, warum ist das Teil auf? Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Wette, der stirbt. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Der Nostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Knöpfe! Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Wir haben uns unterhalten. Yeah! Ist mir nicht aufgefallen. Aber sie ist eine fähige Führungskraft. Sie wird uns mit allen rechtlichen Angelegenheiten helfen können. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sebastopol. Jetzt sind wir dran. Klappe. Warte mal, kann ich mich da... Oh Gott, ich glaube, ich sterbe, wenn ich dazwischen geklebt werde. Egal. Gibt's irgend so ein Stuff zum Looten oder so? Weil ich meine, das ist wie im Film die Krankenstation. Sieht auf jeden Fall aus wie so eine Zahnarztpraxis. Tja, offenbar nicht, ne? Ja, und wo muss ich da jetzt lang? Immer geradeaus oder einfach rückwärts und dann da hoch und dann links und dann... Ja. La 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 la. Apropos, ich habe 60 Frames. Das ist komisch. Ich war mir sicher, das ist ne. Ist ja auch egal. Komm mal auf die Tür. Oh yeah, das sieht aus wie die. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine, rein und raus. Corner, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Das ist toll. Welche Monitore? Ah, oh, guck mal!
Ja. Was für Monitore? Hallo. Muss ich mich hinhocken oder was? Ja, okay, dann holen wir mal die Einsatzdokumente. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol-Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrance nicht reinbringen. Handelsschiff Torrance aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Hallo, Marshall? Marshall? Torrance hier, bitte um Wiederholung. Kommt davon, wenn man Billigscheiß zusammenbaut. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrance für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Schatz. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Boah, jetzt habe ich voll Bock auf Mass Effect bekommen. Weltall und so. Piu, piu. Was ist dir passiert? Mein Gott, Ripley. Sie machen das gut. Wow, what the fuck? Hat er gehangen? Ja, blöd gelaufen. Minmar-Tarnschiffe, die fliegen halt immer gern auseinander. Werden festgehalten von Panzertape. So, jetzt sind wir auf dem super tollen Schiff. Das beschädigt ist. Erinnert mich an so eine Juggernaut-Mission aus Call of Duty. Oder Bioshock. Ist das dunkel. Umziehen! Schon werden wir aus Big Daddy Big Mama. Ja. Die keine Titten hat, das ist voll schlimm. Kannst runtergucken, aber... Ist ja nicht so, als ob mich das interessieren würde, aber ich meine, wenn ich schon nach unten gucken kann und ich sehe meine Füße, das kriegt sogar eine Skyrim-Mod besser hin.
Und ich gehe ganz langsam hier. Okay, so kann ich rennen. Wie kann ich ducken? Das ist wichtig für mich. Auf C? Willst du mich verarschen? Was ist das für eine Steuerung? Boah, sorry. Ne, vergiss es. Ja, klasse, jetzt ist es dunkel. Also da kann ich speichern und ich werde von Feinden in der Nähe benachrichtigt. Das ist schön. Das heißt, ich kann am Speicherpunkt angegriffen werden, oder was? Oh, guck mal. Loot, 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 loot. Loot. Ah, nein, aus, pfui. Oh Gott, nein. Der Viech könnte auch hinter mir sein. Ich drehe mich jetzt nicht um. Vielen Dank, Telefon. Ich gehe erstmal gucken. Notfall-Luftschleuse. Da werde ich wahrscheinlich hin müssen. Da gehe ich aber nicht hin, weil ich will da in den anderen Raum hinlatschen. Da gibt es bestimmt coolen Loot. Ja, von wegen. Da ist alles in Schuppen. Warte mal. Warum kann ich da lang und da lang? Hä? Genius, du bist im Kreis gelaufen. What the hell? Ich hasse das. Hört auf mit dem Shit. Oh, Junge. Ja, das sind Flammen, also... Komm ich da nicht rüber? Feuer sieht aber cool aus. Na klar. Oh shit. Wieso dampft das so? Oh fuck. Okay. Also im Film Alien Teil 1, ne? Da... Ich weiß nicht, ob die meisten das schon gesehen haben oder ob ich da als Spoiler, aber in Alien Teil 1 sind sie in den Schacht gegangen und gestorben, weil das Viech auch in den Schacht, beziehungsweise sich im Schacht fortbewegt hat. Was? Hör auf mit dem Scheiß! Oh Gott! Mag ich nicht, nein, aus, pfui. Hey, guck mal. Whee! Whee! Finde ich jetzt nicht gut. Ach so, boah. Ja, klar. Oh, gibt's hier irgendwas zum Looten? Ich verstehe nicht, warum man hier in dem Game looten kann.